1000? Ja. 1000? Nach meinen Berechnungen ja. 1000. Ja! Boah, meinst du, da können wir uns noch an alles erinnern? Ein tausendstes herzlich willkommen bei Young Tam Tam. Unglaublich, aber wahr. Wir haben über 1000 Videos auf unserem Kanal. Um diese Zahl 1000 Gebühren zu feiern, machen wir was? Wir machen ein Quizshow, das ist ein euer fundamentales Wissen. Dazu habt ihr euch erstens totschick eingesogen, muss ich mal sagen. Und ich bin auch nicht so ganz von die Bettkarte zu stoßen in die Auto, denke ich. Aber wir machen ein Quizshow, das ist euer Wissen. Auf die Tafel kommen die Antwortmöglichkeiten, die präsentiert ihr und kriegt einen Punkt oder nicht. Wer am Ende hier verliert, muss sich in einem der nächsten Videos als die jeweils andere Person verkleiden. Toll! Was ist die Schüssel? Die Schüssel beinhaltet ein paar Zettelchen mit Joker. Solltet ihr die Antwort nicht wissen, könnt ihr ein J auf eure Tafel schreiben und könnt einen Joker ziehen. Dann kriegt ihr einen Tipp, aber sonst habt ihr immer 10 Sekunden, um einen Buchstaben drauf zu schreiben. Danach passe ich und die Antwort muss feststehen. Heißt, ihr da draußen könnt auch mitraten und in die Kommentare schreiben, ob ihr alles wusstet, und wir legen jetzt los. Also, Tafeln sind bereit. Ja. Welche Aufgabe stellte Edgar im 300.000 Abonnenten-Special als erstes, um den Abo-Button wiederzubekommen? Ist es A. Welche Gemeinsamkeit hat fast jedes eurer Rezepte? Oder B. Fangt die Zitrone? Oder C. Sternzeichen und Messinstrument finden? Oder D. Mozzarella, Spaghetti, passierte Tomaten zu Edgars Wohnung bringen. Ich habe meine Antwort. Wirklich? Boah. Okay, ich habe geraten, ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe die Basis gedrückt. Ihr müsst eure Antworten parat haben. Ja. Und präsentiert sie nun dem Publikum. A. D. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass wir zum Gemüseding zurückgerannt sind mit ganz viel Zeug. Wir schauen uns kurz einen Ausschnitt an, ob das denn stimmt. Ich habe inzwischen alle Yam Tam Tam Folgen gesehen. Die mit mir sind am besten. Aber jetzt geht's mal los hier. Eine Dose. Oh. Ha, da ist ein Zettel. Welche Gemeinsamkeit hat fast jedes eurer Rezepte? Ah! Wir haben gesehen, Melissa hat richtig geraten. Es handelt sich um Antwort A. Salz, Pfeffer, Knoblauch war es, glaube ich. Ah. Somit hat Melissa den ersten Punkt ergattert. Seid ihr soweit? Ja. Für die Frage Nummer 2. In der Future Shake Challenge wurde gefragt, was ein Slim Jim ist. Und was ist nun die korrekte Antwort? A. Eine besondere Pepperoni-Art. B. Ein amerikanischer Pizzabäcker. C. Eine Auberginenart. Oder D. Eine Hotdog-Kreation. Boah, das ist so 5 Jahre her, das Video. Ja, das ist eins der ersten. Ja. Das ist lustig. Ich habe eine Antwort. Ja, auch nur geraten. Na klar. So. 10 Sekunden. Du warst doch dabei! Ja, du warst bei dem anderen Video auch dabei und ich muss auch nicht. Dann präsentiert jetzt eure Antworten. C. D. C und D. So, so. Mhm. Ich bleibe weiterhin bei D. D hat mir kein Glück gebracht, aber es ist Tänzer. Wir wollen mal auflösen und gucken, ob es stimmt. Wer oder was ist Slim Jim? Was zur Hölle soll Slim Jim sein? Ist es ein Lebensmittel? Ja. Eine besondere Pepperoni? Nein, es ist eine Auberginenart. Das ist unfassbar! Schon wieder hat Melissa, ohne es zu wissen, richtig getippt. Oder hast du es gewusst? Erzähl ein bisschen. Nee, das ist aber auch ungefähr, wie ich mein ganzes Leben bestreite. Na, schau mal. Das geht nur aufwärts. Also, wir halten fest. 2 Punkte, Melissa führt. Und wir kommen zu die Frage Nummer 3. Wer war im 100.000 Abonnenten Special nicht zu Gast? Also ist das A. Jaco oder B. Fräulein Chaos, C. Ella the B oder D. Mick und Kostas. Wer war nicht
zu Gast überlegt. Ein bisschen. 10 Sekunden Zeit. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Zeit läuft. Okay, ihr habt eine Antwort? Ja. So präsentiert sie. Ich habe B. Ach, das ist ein B. Das ist eine Schreibschrift B. Ah. Also, wir lösen mal auf und gucken. Die erste Challenge besagt, singt oder rappt einen 100.000 Abonnenten Dankeschön-Track. Ella. Hallo, liebe Freunde von YamTamTam und zuallererst mal an das ganze Team von YamTamTam. Herzlichen Glückwunsch, das ist so cool. Mick und Kostas, hey. Hallo. Die Challenge ist, modelliert eine Edgar-Figur. Und wenn Edgar sie gefällt, könnt ihr sie für die Torte benutzen. Und wieder hat Melissa richtig geraten und Fräulein Chaos war nicht in die 100.000 Abonnenten Special zu sehen. Ich dachte, Ella wäre viel später Gast bei uns gewesen. Nee. Ja, Mist. Noch ist alles nur drin. 3 Punkte, dann nicht mehr. Melissa führt mit 3 Punkten. Ich erinnere mich an ein tolles Nikolaus-Kaputt-Klopp-Video mit Fräulein Chaos, das es mal gab. Also, ich will mal weitermachen. Oh, da kommt ein Community-Ballon, aber ich komme nicht dran. Ja. Das war der schlechteste. Du hattest im Sport auch eine 5, oder? 3, 2, 1. Doch nicht. Doch. 3, 2, 1. Oh. Boah, voll mein Ausschnitt. Das ist okay. Rohkakao-Bananenshake fragt, ja. Welche Videoreihe von euch mögt ihr am liebsten? Herzlichen Glückwunsch und danke für eure Videos. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Ich würde sagen, die Pass It On Challenge finde ich schon sehr witzig und natürlich all unsere Halloween-Videos. Ja, auch sehr gut auf jeden Fall. Also würde ich auch sagen, das ist die beste Challenge und das ist immer die beste Reihe auf jeden Fall Halloween. Auch weil es voll viel Lore gibt. Ja. Ich glaube, es ist auch ein bisschen schwer, jetzt da noch reinzukommen. Es ist so, als wenn du anfängst, Magic zu spielen. Das geht schon, man muss sich nur anstrengen. Ansonsten mag ich alle aktuellen Videos, die wir gerade machen. Das stimmt, ich auch. Wir machen sehr viel spannendes Zeug. Gerade. Ja, und ganz viele neue Sachen. Ja. Melissa führt mit 3 Punkten, ich erinnere euch, und es kommt zu Frage Nummer 4. In welchem Video wurde Felix mit einer Plastikkeule ausgenockt? Oh, das ist einer der ersten. A. Arme Ritter. Oder B. Salatwraps. Oder aber C. Bratkartoffeln. Oder die D. Falafel. Das weiß ich. Echt? Mhm. Gut. Okay. Ihr habt beide Antwort. Ich muss nicht mal buzzen. So schnell wart ihr. Ganz toll. Ich bin stolz auf euch. Präsentiert ihr eure Antwort nun. Beide, die Bay. Oh. Ja, weil es war Paleo, glaube ich. Ein Paleo-Gericht. Und deswegen gab es eine Steinzeit-Mensch-Keule in mein Gesicht. Ich hatte den ganzen Tag noch Kopfschmerzen dann. Weil wir die Szene so 4-5 Mal gedreht haben. Bevor wir mit dem heutigen Rezept beginnen können, müssen wir erst ein paar sehr wichtige historische Fakten klären. Und au! Es ist Antwort Bay, die Salat-Wraps. Somit bekommt ihr beide einen Punkt. Melissa führt 4-1. Ein Punkt! Dann kommen wir zu Frage Nummer 5. Da geht es um euer Fallschirmvideo. Ich erinnere mich, es war sehr aufregend. Es war sehr warm. Wie viele Fragen hat Feli während des Fallschirmsprungs richtig beantwortet? War es A. keine Frage? Oder B. eine Frage? C. 2 Fragen? Oder D. 3 richtige Antworten? Ihr habt entschieden. J wie Joker. Ich auch. Aber es waren super wenige, das weiß ich noch. Aber ob es jetzt 2 oder 3 waren, I don't know. Dann müsst ihr aus die Schüssel ein Kärtchen ziehen. Und einmal vorlegen, Nein! Draufsteht. Was hast du? Du bekommst ein Stück Traubenzucker, um deine Denkfähigkeit zu weißt du, meinst du es nicht besser? Ich hab das Orakel wählt eine Antwort für dich aus. Das sind ja Nieten! Das sind keine Joker! Das hat noch nie geholfen in keiner Mathe-Klausur. So, toll! Da hast du Traubenzucker. Mal gucken, ob es den Regen anregt, um die richtige Antwort zu finden. Bestimmt. Und fühlst du dich schon schlauer? Mega. Boah, krass. So, ich habe in etwa dieselbe Antwortmöglichkeit. Jetzt ist Orakel geht für mich aus. Oh. Und wie jeder weiß, wer unsere Orakel-Challenges gesehen hat, das Orakel und ich, wir haben eine besondere Beziehung. Wir nehmen Antwort D. D wie Dancer. D. Ich habe B genommen.
So, die beiden sind wieder auf dem Boden. Wir können Zutaten auswählen. Wie viele haben wir denn? Zwei. Und ihr? Ich hab drei. Nein. Oh. Feli hat zwei Fragen richtig beantwortet. Somit habt ihr leider beide falsch gelegen. Es tut mich sehr leid. Das Orakel hat falsch gelegen. Muss das Orakel sich dann als Melissa verkleiden? Ja, dann wollen wir mal sehen, wie eine unsichtbare Lichtkugel gestarnt als Melissa aussehen wird. Ich bin sehr gespannt. Wunderschön natürlich. Hauptsache Kugelgestalt. Was soll denn das heißen? Wer im Glashaus sitzt, darf mit Schweinen werfen. Mit Schweinen? Ich verliere gerade, lass mich garstig sein. Seid ihr bereit für die Frage Nummer 6? Ja. Nein. Wie bezeichnet Felix den Parmesan im Mittelalter-Video auf der Burg? A. Des Römers Frau Kunde. Oder B. Der Käse des Teufels. Oder C. Parmrat. Oder aber D. Der Kars des Italieners. Ihr habt 10 Sekunden Zeit, die Zeit läuft. Boah, das klingt alles nicht nach mir. Findest du? Ich finde, es klingt alles nach dir. Nee. Aber ich gehe. Umschluss, ihr habt ausgewählt. Ja, ich gehe mit Devi Gänzer. Ich auch. So gebet mir des Römers Frohkunde, auch genannt Parmesan. Des Römers Frohkunde. Ein Kleister. Felix hat es nicht gewusst. Das tut mich ein bisschen leid. Ich hab mir nicht. Somit steht es noch 4-1. Und wir sind bei Frage, was? Oh, also Frage Nummer 7. Oh, ein dicker Ballon kommt hier rein, so. Oh, ich liebe Community-Fragen. Oh. Mehr Konfetti. Miriam Schulte fragt, warum habe ich Konfetti in der Fresse? Weil du neben mir stehst. Das stimmt. Miriam Schulte schreibt. Hättet ihr damit gerechnet, dass es wirklich mal bis zum 1000. Video kommt und dass sich der Kanal so toll entwickelt? Fragezeichen, herzlichen Glückwunsch, Smiley. Ah, oh, vielen Dank. Dankeschön. Tatsächlich nicht, ehrlich gesagt, weil Kochen ja schon so ein bisschen nischig ist. Und dann war es ja so, hey, Kochen mit jungen Leuten und wir, die irgendwie super speziell sind. Deswegen, nee, habe ich nicht, aber das haben wir euch zu verdanken. Dankeschön. Ja. Vor allem, man weiß auch nie so, wie das Leben spielt, wo die Reise hingeht. Und schönerweise ging unsere Reise hier entlang. Und wir durften bisher 1000 Videos machen und hoffentlich noch viel mehr, von denen ich die Antwort nicht weiß. Okay, let's go. Frage 7. Wo ist meine Kreide? Da. Weihnachtsmann. Es ist richtig, dass es um eine Weihnachtsgeschichte geht. Du hast eine Linz. Nee, ich habe einfach nur 100. Wenn das jetzt richtig ist, zählt der nicht. Ich habe einfach nur den Standardwitz gemacht. Ich mache immer Hund, Katze, Maus, Weihnachtsmann. Wenn du jetzt recht hast, ist wir es wollen mal sehen, ob Felix geschummelt hat oder nicht. Was wünscht sich Melissa in der Yam-Tam-Tam-Weihnachtsgeschichte? Oh, das ist die... Hass und Zerstörung. Das ist der eigentliche Wunsch. Ist es A. Mehr Zutaten für das Weihnachtsmenü? Oder B. Eine neue Pfanne? C. Ein eigenes Einhorn? Ja, realistisch. Oder D. Einen zweiten Magen? Das war's. Nicht. 10 Sekunden Zeit. Nee, es klingt nicht nach mir. Komm, wenn du mir sagst, ich mogel, dann nehme ich diese Antwort hier. Einen zweiten Magen? Jawohl. Okay, gerade noch ganz so. Ganz knapp. Devi Dancer. J wie Joker, damit keiner sagt, ich würde mogeln. Aber ich hätte auch D getippt. Oder das Einhorn, eins von beiden. Toll, eine Joker für Felix noch, um eine Antwort zu finden. Ich nehme eine vom Boden, vielleicht sind die netter. Wenn du für die nächsten drei Fragen ein Bananenkostüm anziehst, bekommst du einen Tipp. Ja, easy, gib her. Was tue ich mit meinem Leben? Das ist die schickeste Banane, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wirklich? Das ist toll. Wenn der Tipp jetzt nicht gut ist. Also, ich gebe dir einen Tipp. Es hat etwas mit dem Essvolumen in die Bauch zu tun. Ich wusste, dass es D ist. Antwort D. Damit habe ich es nun auch schon aufgelöst. Wir gucken trotzdem mal kurz in die Weihnachtsgeschichte hinein. Was hast du dir zu Weihnachten gewünscht? Ich wünsche mir schon seit Jahren nichts mehr zu Weihnachten. Hast du dir was gewünscht? Einen zweiten Magen.
Ja, war eine schöne Geschichte. Ein zweiter Magen wäre für mich so sicher gut. Auf jeden Fall immer noch. Kannst du jetzt mal falsch liegen, damit ich aufholen kann? Somit kriegt ihr beide einen Punkt und es steht 5-2 für Melissa immer noch. Es tut sich ein gewisser Unmut kund. Freiheit, alle Bananen! Wir haben ja die revolutionäre Banane Dancer. Du siehst aber aus wie ein Bananenkapitalist. Das ist nur Tarnung. Ich bin eigentlich Che Guevara. Nein, du arbeitest bei der Deutschen Bananenbank, ich weiß es doch genau. Welcher Bestandteil hat Chung bei der Pass-It-On-Frühstücks-Challenge vergessen anzurichten? A. Die Würstchen. Oder B. Den Orangensaft. C. Das Porridge. Oder D. Den Obstsalat. Präsentiert mal eure Tafel. Joker. C. Antwort C für Felix, eine Joker für Melissa. So. Oh nein. Oh nein. Nenne 5 koreanische Gerichte und du erhältst einen zusätzlichen Punkt. Oh, das ist voll einfach. So, Melissa ist Expertin für koreanische Küche, glaube ich. Also, es ist Tteokbokki, Pajeon, Korean Barbecue, Bingso, also dieses Shaved Ice und Ketchup Chicken. Wie wär's mit fucking Kimchi? Das ist doch kein Gericht, das ist eine Beilage. Das ist ein Gericht, ein sehr leckeres. Psst, Ruhe okay. Auf den Bananenplätzen. Ich denke, wir können das Geld lassen. Es kam wie aus der Pistole geschossen. Man sieht, Melissa kennt sich gut aus. Hat schon viel koreanisch gegessen, glaube ich. In meinem zweiten Magen. Also, Melissa kriegt sowieso einen Punkt. Und Felix hat die Antwort C ausgewählt. C wie Clown. Wir gucken mal rein, was Chung vergessen hat. Oh, fancy. Wow. Ich hab mein du Bestes hast getan. Du hast das Porridge nicht benutzt. Ja, das habe ich beim Porridge? Aufräumen gelernt. Und es ist richtig toll, Shay. Somit bekommt ihr beide einen Punkt. Und Melissa hat ganz toll übrigens ihre Tafel dekoriert. Das ja. Möchte ich hier mal Try auf alle sagen. Und ich habe ein Porträt von Felix gemalt ja. In der Zeit. Wo ist das Bananenkostüm? Also, wir stehen bei 6-3 Punkten für Melissa. Wie hieß der Papagei auf Felix' Schulter beim ersten Video zum Talk Like a Pirate Day? Easy. War das A. Pauli oder B. Polly? War es C. Olli oder D. Kalle? 10 Sekunden laufen, entscheidet euch. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Die richtige Antwort ist A und B, weil er heißt eigentlich Polly, aber Feli nennt ihn immer Pauli und deswegen ist es A und B. Er ist ja gut, dass ich A geschrieben habe. Ja, gibt's einen halben Punkt. Es gibt hier keine halben Punkte. Also, doch, du bist doch auch eine halbe Portion. Jetzt geht's dir richtig los. Wir können über halbe Portionen reden. Du kannst ja mal die Bananenschale runterziehen. Ja, dann bin ich auch nur eine halbe Portion. So einfach funktioniert das. Also, das hat Felix richtig erklärt und es stimmt auch. Wir gucken mal rein. Da! Polly will Schokolade! Pauli will, dass du dann noch Vanillezucker reinmachst. Heißt Polly. Polly ist sein Name. Damit habt ihr beide recht und bekommt hier beide einen Punkt. Oh, ein Ballon! Oh, oh, hier, bitteschön. Ich gebe dir ein bisschen Zerstörung. Gut, ein Friedensangebot. Danke. Oh, du hast es zerstört. Na dann. Wolflove99 fragt, wie viele schwarze Oberteile hat Felix? Gute Frage. In letzter Zeit nicht mehr ganz so viel. Eigentlich hatte ich sehr wenig schwarz, eigentlich schon die letzten Jahre an. Aber ich würde sagen, ich habe so roundabout 8 schwarze T-Shirts. Und 2 schwarze Hemden, also 10 schwarze Oberteile. Dann kommen aber noch Jacken dazu, also ich würde sagen so 50. Mhm. Und die Unterwäsche? Die 2/3 von den ich besitzenden Unterhosen sind schwarz. Weiß aber nicht, wie viele es sind. Also sagen wir mal 3, also 2 von 3. Und unter dieser Website könnt ihr sie kaufen. Ja! Sexybananen.de Gut. Okay, wir kommen zu Frage Nummer 10. In welchem Video ist Felix
Das erste Eine Banane. Mal. Hier, jetzt. Das war nicht die Frage, aber kommt mal auf meinen. Also, in welchem Video ist Felix das erste Mal mit einem komplett blonden Kopf und Gesichtsbehaarung zu sehen? Boah, nicht im Levitation-Video, das war das Problem. Das war so schlimm. So schlimm witzig. A. Raclette-Rezepte. Oder B. Wir sind Kartoffelgratin. Oder war es C. Das Zimtschneckenbrot. Oder D. Die Kartoffelpuffer. Die Zeit läuft 10 Sekunden. Gleich ist sie abgelaufen. Okay, präsentiert eure A. Ihr wollt beide Joker. Beide ein Joker. Ja, ist auch eine wirklich schwierige Frage. Ich glaube, das war eins der ersten beiden, aber ich bin mir nicht sicher. Die richtige Antwort wird dir in einer Fremdsprache verraten. Und ich hab... Oh, hast du ein Glück. Wenn du eine rohe Knoblauchzehe isst, bekommst du einen zusätzlichen Punkt. Sehr gut, dass du da stehst. Ja, sehr gut, dass du sie nicht bekommen hättest. Ja, wirklich. Da ging es mir nicht so gut nach. So, Felix hat eine Knoblauchzehe. Wollen wir damit anfangen? Sind Sie bereit für eine Zaubershow? Ich werde vor Ihren Augen diesen Knoblauch verschwinden lassen. In meinem Mund ist nicht. Oh, er kaut sogar. Tada! Und jetzt verkaufen wir für Sie draußen am Ausgang Mundwasser und Nasenklammern. Boah, bis hierher! Das ist jedenfalls schon sehr deutlich. Somit hat Felix sich schon seinen Punkt gesichert. Er muss keine Antwort mehr geben. Und Melissa kriegt die Antwort auf Russisch vorgetragen. Hoffentlich mache ich es einigermaßen richtig. Zuckerbliert. Falsch! Also, die richtige Antwort ist Recepti Rakletov. Okay. Das ist doch einfach. Ja, okay. Es war nicht so schwer. Ja, richtig, es waren die Raclette-Recepte. Wir gucken natürlich nochmal rein, bitte, wo Felix sehen in seine schöne Pracht. Raclette ist ja gar nicht mehr aus der Winterzeit wegzudenken, denn zu Weihnachten und zu Silvester steht es auf vielen, vielen Tischen. Sehr schön, das sah wunderbar aus. Machst du das eigentlich nochmals vielleicht? Hä, ich bin doch schon blond gefärbt. Vielleicht eine andere Farbe. Ich wäre es mal mit Rot oder Grün komplett. Wollt ihr das, ja? Die Kommentare unten drunter wollten es nicht. Keiner will das. Wollt ihr Felix in Rot oder Grün komplett sehen? Alle Haare, alles? Beim 500.000 Kommentare. Beim 500.000 Special. Also es ist ein sehr gutes Musikvideo geworden damals, will ich nur sagen, ja. So, liebe Leute, es steht 8 zu 5. Melissa hat immer noch 3 Punkte Vorsprung und wir haben noch 2 Fragen übrig von der normalen Fragerunde. Aus welchem Video stammt die Jingle? Bilden mit Felix waren es A. Die Goldtopf-Muffins oder war es B. Schoko-Minzschnitten oder war es C. Der Rainbow Cheesecake oder aber Day, der Rainbow Donut Burger. Zeit läuft. Dachte, ihr macht das wenigstens einfach und es ist ein St. Patrick's Video, aber nein. Das sind alles St. Patrick's. Ich weiß, ja, das sind alles St. Patrick's Videos. Okay, ihr habt aufgeschrieben. B wie Banane. Banane. Ich glaube, es waren die Menschen. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach mal D genommen. Und rühren, ja? Das war Bilden mit Felix. Und das war mein neuer Jingle. Den habe ich mir gerade ausgedacht. Wie fandet ihr ihn? Bilden mit Felix. Für Schoko-Minz-Fans eine Wonne. Für alle die, die sich mit dieser Kombination noch nicht so ganz sicher sind, auf jeden Fall einen Versuch wert. Hey, die Schoko-Minz-Schnitten, Felix hat es gewusst. Toll! Somit hat Felix ein bisschen aufgeholt und es steht nun 8 zu 6. Eine Frage in die normale Runde kommt nun noch. Und dann kommen wir zu der Expressfrage. Wie nennt Chung die Chili in der Schärfe-Challenge? War das A. Justus oder B. Peter oder C. Bob oder aber D. Rocky? Das war mit den, läppischen Chilis, die sie hatten. Das war auch wieder knapp bei dir da. Ja. Präsentiert eure Antworten. B. C.
Bay oder Shay? Wahrscheinlich ist es A. Okay, Chung, würdest du gerne die Chili schneiden? Ja, ich möchte auch gerne mal in Close-Up ganz nah gefilmt werden. Das ist Bob. Ja? Bob ist ein Prachtexemplar von einem Chili. Chung hat seinen Chili Bob genannt und Felix hat wieder ein bisschen aufgehoben. No! Es bleibt so spannend. Wer muss sich in einem der nächsten Videos als die oder der jeweils andere verkleiden? Ah, toll, ich bin sehr gespannt. Und wir kommen gleich zu die tolle Expressrunde. Okay, für die Expressrunde mache ich es wie Son Goku. Ich ziehe mein zusätzliches Gewicht aus. Bananenkostüm kostet jetzt weg. Ja. Ich hatte ehrlich gesagt eher das Gefühl, das hat dir plus 10 Intelligenz gegeben. Ja, vielleicht. Aber jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt geht es nur noch um Schnelligkeit. So, wir kommen nun zu der finale Runde in unserer Quizshow. Das ist die Expressrunde. Ihr habt jeder eine Base. Ich stelle euch nun mal drei Fragen. Es gibt keine Antwortmöglichkeit, ihr müsst es so wissen. Und wer als Erste drückt, darf antworten. Ist eure Antwort richtig, bekommt ihr 2 Punkte obendrauf. Antwortet ihr aber falsch, ziehen wir einen Punkt ab. Okay, fangen wir an mit Frage Nummer 1. Welchem Hogwarts-Haus gehört Felix seine Krawatte? Im Niffler-Video nachzuurteilen an. Es ist sau gemein, weil wir haben 2 im Fundus. Ja, ist richtig. Korrekt. Es ist auf jeden Fall, ich sag nichts, du musst ja antworten. Es könnte Slytherin sein oder Gryffindor. Und welche ist es? Ich glaube, es ist... Erfahrt ihr nach dem Schnitt! Wie es so weitergeht, erfahren wir nach der kleinen Werbepause. Jetzt kommen wir ein paar Edeka-Produkte, die ganz toll schmecken. Bananen. Ich liebe meine Bananen ja geschält. Njam, njam, njam. Lecker, die Tiefkühlpizza würde ich sofort kaufen. Okay, es ist sauschwer, weil wir haben 2 Krawatten im Fundus. Mhm. Es ist nämlich Gryffindor und Slytherin. Und ich glaube, du hattest auch beide schon um. Mhm. Deswegen ist es jetzt eine 50-50 Chance. Korrekt. Ich glaube, es war aber... Oh, so fies, weil mein Bauch sagt... Mein Bauch sagt Slytherin. Gibt es ein Zeitlimit oder darf sie ewig quatschen? Das sage ich jetzt sofort auf! Und zwar in jedem Video! Ja! Aber das ist keine Challenge. Ich hab's der Erste gesagt. Wie gone. Okay, okay. Ich sage, es war... Okay, fuck. Es war Slytherin. Richtig! Ja! Yes! Warum musste Felix bei die lustige Floßspiele in das Wasser springen? Weil das Boot hinten am Wasser festhing, weil Felix da festhängen lassen hat. Dann habe ich es gerettet. Und das Boot hing am Ufer. Das ist richtig, Tom! Felix hat es richtig gewusst. Nein! Oh, er ist wieder ins Wasser! Nein, zurück, Melissa! Melissa, zurück! Es klemmt fest! Nein, es ist umgedreht. Es ist umgedreht! Du kriegst keine Medaille, das steht auf jeden Fall fest. Du musst jetzt dahinter schon das Boot holen. Okay, ja, es hat sich umgedreht. Okay, ich schwimme da mal das Boot holen, ja? Es tut mir leid. Und die letzte Frage ist nun mal entscheidend. Wer muss sich verkleiden? Felix als Melissa oder Melissa als Felix? Aber bin ich dann eine Banane oder bin ich ein Mensch? Da müsst ihr euch mal einigen, ich bin nicht sicher. An welchem See im 400.000 Abonnenten-Special begegnete euch der schreckliche Fischmensch? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, es war also im Tiergarten der stinkende See. Aber er hieß nicht der stinkende See, aber er hat bitte nicht geschossen. Doch, er hieß so. Heißt er nicht so? Der Müffelsee, der stinkende See, drauf geschissen. Es ist. Es ist so ähnlich. Aber es ist nicht ganz richtig. Es ist der faule See. Der faule! Der faule! Ich hab gewonnen!
Somit hat Felix einen Punkt abgezogen bekommen. Völlig zu Unrecht gewonnen. Nein. Nein, nein. Sehr gut gespielt. Sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. So, Melissa hat die goldene Edgar gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Goal. Ja, ich freue mich schon darauf, mich als Sailor Moon zu verkleiden. Oh, ich mach dir was Schönes. Oh Gott. Das wird super. Ich glaube auch. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu läuten, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja, und auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch da draußen. Ohne euch hätten wir nie im Leben über 1000 Videos machen können. Und wir freuen uns auf die nächsten 1000. Voll. Dankeschön. Und wie viele Fragen habt ihr denn eigentlich gewusst von all dem? Ich hab's jetzt einfach weggenommen. Boah, so eine Frechheit, aber ich mach die Endcards. Ja, genau. Und wenn ihr noch mehr aufregende Videos gucken wollt, dann kommt ihr hier zu die 400.000 Abonnenten Special oder zu die allererste Jamtamtam Video, das Wort Sushi, der Einzug in die alte WG noch. Mhm. Die alte Wohnung, das ist ja die neue. Ja. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.